Ganoven, Diebe, scharfe Mädchen, die Mafia-Welt im Draukschen Städtchen. Unter diesem Motto waren alle faschingsbegeisterten Drepkauerinnen und Drepkauer und viele ihrer Gäste unterwegs. Für den Karnevalsclub der Stadt war der Rosenmontagsumzug einer der Höhepunkte in der nunmehr 45. Saison. Es ist quasi seit 1980 ins Leben gerufen geworden. Und ich glaube, der Umzug in Cottbus wurde 1990 ins Leben gerufen. Von daher, ich glaube sogar, dass Cottbus mal damals angefragt hat, ob wir den Rosenmontag nicht verschieben können, damit die das auf den Montag legen. Aber haben für sich dann, glaube ich, die clevere Idee gefunden, das auf den Sonntag zu machen. Wir haben natürlich, das sieht man hier bei unserem Wagen, immer eigenes Motto. Zurzeit ist es bei uns Ganoven, Diebe, scharfe Mädchen, die Mafia-Welt im Draukschen Städtchen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir hier die Mafia eingeladen haben. Aber ich denke mal, wir haben eine fröhliche Truppe zusammengekriegt von Vereinen und Wagen, Fußtruppen, die uns heute hier einen schönen Tag bescheren werden. An diesem Dienstag gab es in Drepkau noch den Nachmittagskarneval. Und Aschermittwoch ist ja dann bekanntlich schon wieder alles vorbei.